Schnell umziehen spielt's nicht. Sie ist ziemlich aufwendig, die Verwandlung von Mensch zu Percht und vor allem kostspielig. Hier in Machtrenk ist wohl der wertvollste Raum an diesem Abend, wenn sich fast 800 Brauchtumsfreunde umziehen und sozusagen ihre Designerware präsentieren. Masken 500 Euro, Föhn 600 Euro. Stiefeln 200 Euro und Glockenhut da 200 Euro. Geht ins Geld? Ja, es ist ein ziemlich teures Hobby, aber es macht auch gar nicht. Masken gibt es angefangen von, sag ich mal, 300 aufwärts Open-End. Wir haben schon Masken gesehen, die was 3.000, 4.000 Euro kosten. Hier haben alle ein dickes Fell. Immerhin ist es einer der größten Perchtenläufe des Landes. Also es sind über 30 Gruppen bei uns im Machtrenk angemeldet, die da in 1,5 bis 2 Stunden durchlaufen werden. Vom tiefsten Salzkammergut bis auf nach Tschechien. Die weiteste Gruppe ist 270 Kilometer gefahren. Es hat eine sehr große Bedeutung. Machtrenk hat sich in den letzten Jahren zu einer dynamischen Kleinstadt entwickelt. Und da haben wir einige Höhepunkte über das ganze Jahr zu bieten. Und der Perchtenlauf und überhaupt der Adventmarkt an sich ist ein Höhepunkt im Winter. Wir sind die Machtrenker Urgepfaster, der erste Campusverein aus Machtrenk, sind wir sehr stolz drauf. Wir sind eine Gruppe von gut 20 Leuten, wir haben sie zusammengefunden als Freunde, wie wir miteinander Spaß haben und miteinander auf Urlaub fliegen, haben sie gesammelt, weil wir alle eins verfolgen und das ist Brauchtum. Eigentlich schade, wenn die Machtrenkerin die Maske aufsetzt, denn dann ist sie nicht mehr wiederzuerkennen. Also das kann schon viele Stunden sicher dauern, weil es sind doch viele Einzelheiten, viele Details, die man umschneiden, wie Gürtel und sämtliche Glockerl, die Handschuhe, Handgamaschen etc. Also da muss man schon halbwegs pünktlich da sein, damit man dann auch fertig wird. Ein Perchtenkostüm wiegt rund 45 Kilo. Gemütlich ist es wohl weniger. Und es ist ein schweißtreibender Auftritt. Hexe trifft auf Christkind, Percht und Krampus kommen zusammen. Gut und Böse im Machtrenk auf einem Fleck vereint. Ja, es ist eine Bestrafung quasi für die Bösen und es soll auch Fruchtbarkeit bringen. Mit den Glocken treiben sie den Winter aus. Trotz des schaurigen Auftretens sind sie Glücksbringer. Kein Wunder also, dass tausende Menschen das Treiben der Schreckgestalten in Machtrenk verfolgen.